ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute kommt wieder ein einfaches und leckeres Börek-Rezept von mir mit Spinat und komme dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Ich habe zwei Zwiebeln klein geschnitten und brate das in ganz wenig Öl an. Für die Füllung habe ich 1 Kilo frischen Spinat gewaschen, gründlich gewaschen und klein geschnitten. Zwei Zwiebeln habe ich in Öl angebraten und gebe es zu dem Spinat. Den Spinat habe ich überhaupt nicht gekocht, da die Zwiebeln ja jetzt noch warm sind oder heiß, geht der Spinat ja von alleine ein. Vermische das einmal und gebe dann so ungefähr 200 Gramm Schafskäse noch hinein. Ihr könnt das auch ohne Schafskäse machen, aber mit Schafskäse schmeckt das besser. Ich gebe immer noch ein bisschen Blattpaprika darüber und Salz bei Bedarf. Jetzt werde ich noch eine Soße vorbereiten. Dafür habe ich 2 Eier, 100 ml Milch, so ungefähr 100 Gramm Joghurt, 100 ml Öl und 100 ml Mineralwasser, Selta. Das Ganze wird miteinander vermischt, dann nochmal mit Salz abgeschmeckt. Wir brauchen eine Packung Jufka, welches für Baklava geeignet ist. Und ich habe schon mal ein Blech mit Öl bestrichen. Ich werde jetzt 3-4 Blätter auf mein Blech geben. Die Blätter sind ein bisschen größer als mein Backblech. Also die könnt ihr einfach nach innen einschlagen. Das ist überhaupt kein Problem. Und gebe dann von der Milchmischung darüber und gebe die nächsten Blätter. Also ich gebe dann immer so 2-3 Stück und dann kommt die Milchmischung darüber. Und gebe dann die Füllung hinein. Ihr könnt entweder genau in die Mitte oder aber auch zwischendurch immer die Füllung hineingeben. Das ist dann euch überlassen. Und gebe die nächsten Jufkas darüber. Gebe noch ein bisschen Füllung drauf. Jetzt kommt mein letztes Jufka darüber, die letzten zwei. Und schneide mein Börek. Ich habe ein Eigelb geschlagen und gebe von der Soße noch 1 bis 2 Esslöffel hinein und vermische das Ganze und gebe das dann über mein Börek. Dann wird das bei 180 Grad goldbraun gebacken. Ihr könnt natürlich auch Sesam oder Schwarzkümmel darüber bestreuen oder aber einfach so backen. Ich gebe dann immer sehr, sehr gerne noch ein bisschen Butter darüber, also Butter in Stücken. Das wird richtig lecker dann. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.